What's up, Luke's Bike TV? All the three. Yeah. Ready? Cheers. Ja, hallo zu einem neuen Video. Und zwar war ich heute auf dem Semmering und werde mir da einige Trails anschauen vom Bikepark. Denn ich habe ja einen neuen Downhiller und habe ihn eigentlich noch nie richtig getestet, außer im Lechwald. Das wird heute passieren, First Ride mit dem Downhill-Bike, erstes Mal Semmering seit ewig. Und ja, schauen wir, wie es wird. Viel Spaß beim Video. Aber jetzt haben wir mal noch ein paar Minuten im Auto. Ja, dann schauen wir mal. Ja, genau, da sind wir schon am Semmering. Das ist von mir aus ja nicht mal eine Stunde mit dem Auto. Und es war Freitag, wie ich oben war, und ich war ein bisschen traurig, sage ich mal, dass niemand mit mir mitgekommen ist, dass ich allein fahren muss, weil das ist im Bikepark nie so cool. Aber ich habe gleich in der ersten Gondel den André kennengelernt und mit dem war ich dann den ganzen Tag unterwegs. Das war ziemlich cool. Und das ist schon die allererste Abfahrt mit meinem neuen Downhill-Bike auf der Fast and Tricky Line am Semmering. Ja, das ist eine lustige Jumpline, rot betitelt. Und die haben uns gleich mal angeschaut als erste Abfahrt. Dann ist es da kurz in die Airline reingegangen. Das sind so kleine Tables mit Holztables quasi, dass man casen kann. Ziemlich cool, wenn man Anfänger ist, und auch eigentlich für mich ganz lustig gewesen. Dann ist es in die Panorama Jumpline gleich gegangen bei der ersten Abfahrt. Und die habe ich überhaupt noch nicht gekannt, die gibt es erst seit ein paar Jahren. Und die war echt schon jahrelang nicht mehr am Semmering. Und die, muss ich sagen, macht richtig Spaß. Es sind einfach abwechselnd Steilkurven, Tables, Sharkfins. Und am Ende stehen zwei Drops, ein kleiner und ein mittelgroßer, sage ich mal. Und das haben wir uns angeschaut und muss sagen, hat richtig Spaß gemacht. Man denkt ja immer nur, Jumpline ist nur am Wechsel geil und alles andere ist nicht so cool, was zum Teil auch stimmt. Aber eigentlich hat mir der am Semmering trotzdem ziemlich Spaß gemacht, die Panorama. Geil, einmal gleich neben die Strecken gefahren. Einmal die Hand weg, dann gleich gestorben. Und dann waren wir schon beim zweiten Run und haben uns die Banana Flip angeschaut. Oder den Banana Flip. Das ist quasi die klassische Freeride-Line, fängt mit ganz vielen Kurven an. Ich kann keine Kurven fahren, darum spulen wir es vor. Und dann ist sie eigentlich recht schnell, mit ein paar coolen Sprüngen. Macht richtig Spaß, aber die Strecke habe ich schon von früher gekannt und darum bin ich auch gleich alles gekupft und hat ziemlich gut funktioniert. Als nächstes haben wir uns die Sweet and Sexy Line angeschaut. Die ist eigentlich wirklich seit gefühlt 17 Jahren genau gleich. Bis auf nach dem letzten Drop gibt es jetzt einen coolen Double. Den habe ich noch verkackt bei dem Run. Aber sonst hat eigentlich alles recht gut funktioniert. Ich mag die zwei Drops. Bin zwar nicht der größte Fan von Drops, aber macht irgendwie trotzdem Spaß. Und das ist der neue Double, den ich am Anfang nicht getraut habe. Und diese Sprünge, ja, die sind einfach da. Besonders cool sind sie nicht, aber besser als man fährt nur einen Schotterweg runter. Das Zielgelände könnte man meiner Meinung nach auch ein bisschen spannender machen, aber das muss ja jedes Jahr weg, da dort Skibetrieb ist im Winter, drum verstehe ich, dass nicht immer die größten Sprünge mehr aufbauen wollen. Echt arg, also die anderen drei mit dem anderen Radl. Ja, der zweitgrößte, sag ich mal, ist einfach ein Drop, oder? Ich glaube, wäre so ziemlich. Ich bin mir so genau angeschaut, weil ich wusste, wie fahr's nicht. Den zweitgrößten könnte man machen. Der sogenannte Slopestyle Park ist eigentlich gar kein Slopestyle Park, aber das sind so Drop-Batterien, also viele Drops nebeneinander, zwei Boner-Logs, ein paar Tables, ein paar Doubles, also
macht durchaus Spaß, sich da ein wenig aufzuhalten. Ja, ich glaube, dass da recht windig ist jetzt, wenn es da schon so windig ist, da habe ich keinen Bock. Beim Alarm-Jump bleiben lassen. Beim zweiten Mal hat sie schon ein bisschen besser funktioniert und die haben mit einer Art größeren Drop springen traut, was cool war. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass man danach nicht so schnell für die Rechtskurve wird. Ich werde da jetzt einfach einsterben, ohne irgendwas, okay? Eine weitere Neuerung am Semmering, die wirklich, wirklich cool ist, ist das Airbag. Da kann man relativ sicher Tricks trainieren, ohne dass man sich schwer verletzt. Und ja, ich habe ein paar Sachen im Kopf gehabt und die habe ich probiert. Juhu! Second fucking try! Was man am Semmering echt sagen kann, bitte schaut euch die Sprünge an. Es passen nicht alle perfekt zusammen und die Absprünge sind nicht alle gleich. Also es ist nicht so die perfekt geshapten Jumplines wie am Wechsel zum Beispiel, wo man einfach blind alles springen kann. Es gibt da richtige Gaps am Semmering, es gibt Kanten, es gibt Sprünge, die man sich anschauen muss, aber gerade das macht ja einen lustigen Bikepark eigentlich aus. Aber rollt es das erste Mal einfach mal nur durch und schaut es euch an. Und bei der Passage sieht man wieder mal, wie schlecht ich eigentlich normale Trails und Steilkurven fahren kann. Aber ich werde dran arbeiten. Jetzt sind wir da beiden angeschissen. Na, ich werde einfach nur einen Backflip machen, ich damit. Die Downhill-Line sind wir nur einmal langsam runtergerollt und ich muss sagen, die ist schon anspruchsvoll. Und du musst vor allem genau wissen, wo die coolen Lines sind. So, ich bin einfach komplett blind runtergeeiert. Sehr langsam, aber es hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Und ich glaube, mit ein bisschen einem weicheren Setup und ein paar Mal fahren, könntest du da schneller fahren und es wird Spaß machen. Es ist halt für uns zum Kleinen. Ja, bin ich noch keinen gehabt hat, also. Ja, dann kein Großen. Ja eben, das ist ja die Herangehensweise. Und? Nein, vor die Stufen sind aus.
einmal eine treten vielleicht. Du kannst ihn eh nicht wirklich arg weit bringen. So, und gegen Ende des Tages war es dann soweit. Für mein Tagesziel, den Roadgap zu springen. Leider habe ich keinen Trick drüber gemacht oder irgendwie gestylt, aber ich bin gesprungen. Und was soll ich sagen? Ja, Semmering, absolute Oldschool-Vibes, super Park, macht richtig Spaß, Drops, Gaps, hat alles, was ein Backpack braucht. Ich werde in Zukunft sicher öfter dort sein, schaut es euch an. Ist mal ein bisschen was anderes und Tageskarte ist noch irgendwie erschwinglich, kostet glaube ich 44 Euro. Genau, ist zwar scheiß viel Geld, aber ja. Jo, in dem Sinne, danke fürs Anschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Leider sehr uns.